Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 10. Umzugs-Vlog. Draußen ist unfassbar schönes Wetter, es ist strahlend blauer Himmel mit ein bisschen Bewölkung, aber das ist minimal. Wir haben 25 Grad und was mache ich? Ich sitze in meiner Wohnung und frickle an Sachen rum. Ihr seht schon PVC-Boden und Werkzeug und Asylatschen. Nein, aber der Rest vom hässlichen PVC. Die Türschwellen, die müssen gemacht werden, beziehungsweise die habe ich sogar zum Großteil schon gemacht. Die eine habe ich gerade nochmal ausgespart, damit man den Vergleich nochmal sieht. So sieht es oder sah es gerade noch aus und so sieht es jetzt aus. Und es ist so viel besser. Abgesehen davon, dass das PVC in der Küche leider Wellen schlägt. Aber na gut, damit muss man leben. Nein, es sieht wirklich... auch hier, da fehlt mir noch ein Übergangsprofil zum Teppich. Das muss ich mir gleich nochmal aus dem Baumarkt besorgen, aber halb so wild. Und ja, dann mache ich das Teil eben noch und dann ist endlich auch die letzte Spur vom hässlichsten PVC der Welt beseitigt. Das finde ich sehr gut. Alright, es ist fertig und ganz ehrlich, nachdem die anderen eigentlich total gut gingen, dachte ich, oh, hier das letzte ist jetzt, ja gut, ist halt ein bisschen anstrengend, die Schrauben da reinzudrehen, ne, aber... Das hier, ich habe keine Ahnung, was da in diesem Holz ist, weil das ist der Bohrer, mit dem ich versucht habe vorzubohren. Er ist mal dezent abgebrochen, schade. Der Nagel, der daneben liegt, ist war dann so meine Zweitlösung. Okay, prügel ich halt einen Nagel rein, um irgendwie ein Loch zu haben, in dem die Schraube dann zumindest mal fassen kann. Nein, nicht mit diesem Nagel. Ich habe dann einen stärkeren Nagel noch gefunden und damit ging es dann. Und holy shit, war das ein Krampf. Aber erledigt. Abgesehen davon habe ich im Schlafzimmer Teppich. Ich finde die Farbe, ich weiß nicht, ich finde die fast ein bisschen anstrengend, aber eigentlich finde ich sie auch ganz geil. Irgendwie hat's was. Und ich habe noch ein Sideboard im Schlafzimmer mit ganz viel Gerümpel dahinter. Das muss ich nochmal vernünftig an die Wand rücken und Keile drunter packen. Das steht... auf diesem Boden hier erstaunlicherweise ein bisschen schief. Wer konnte damit rechnen? Nicht, dass hier jeder Fußboden total schief wäre, aber nun ja. Und Pflanzen. Ich erhielt Pflanzen und das finde ich sehr gut. Vielen Dank an meine Eltern an der Stelle nochmal. Da steht noch eine Pflanze. Die sind noch nicht am finalen Ort, aber da hinten sind es mehr Pflanzen geworden, auf jeden Fall. Das finde ich ganz okay. Und ja, also vielen Dank an meine Eltern fürs Besorgen der Pflanzen und fürs Zusägen der Leisten. Das war auch ganz gut. Und außerdem, Tisch in der Küche, das finde ich auch sehr hervorragend, wenn ich ehrlich bin. Der macht sich hier ganz gut, hat hier auch noch eine kleine Schublade für Zeug. Das finde ich ausgesprochen gut. Was ich noch nicht ausgesprochen gut finde, ist diese Gardine. Aber da kommt definitiv ein Plissé hin. Also die Gardine geht irgendwie, also sie ist nicht ganz so schlimm wie die davor, aber... Also richtig geil ist sie immer noch nicht, aber ja, Plissé ist bestellt, das kommt dann auch noch dahin. Plissé! Also abgesehen davon, dass es massiv grün ist und die Kamera überhaupt nicht damit klarkommt, also mit dem Gegenlicht. Aber wenn man näher rangeht, erkennt man es. So, wie halte ich denn jetzt die Kamera und kann gleichzeitig dieses Ding bedienen? Das ist nicht so einfach. Ja. So. Finde ich, ehrlich gesagt, gibt dieser Küche deutlich, deutlich mehr als die hässliche Gardine mit der Gardinenstange. Ich muss die beiden Halterungen nochmal abmachen. Die eine hatte ich ja selber angebaut, die auf halber Höhe und die oben ist noch von den Vormietern dran. Und ich muss den Fensterrahmen noch fertig abwischen. Man sieht oben links die Ecke. Ach ja, es bleibt so viel liegen im Moment, aber wenigstens ist das fertig. Das finde ich ganz gut. Außerdem, der Teppich liegt hier eigentlich nur zu Fotozwecken, weil ich den einmal ausgerollt habe, um ein Foto zu machen, um es dann bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen. Ja, hier ist jetzt die letzte Leiste auch dran, damit hier der Übergang zwischen dem Teppich und der Türschwelle da vernünftig ist. Und außerdem habe ich noch ungefähr 8 andere Sachen, die ich machen will, aber ob das diese Woche noch was wird, ich weiß es nicht. Ich probiere gleich nochmal eine Sache. Die hat mit der Leiste da oben zu tun. Eventuell wird das was, eventuell auch nicht. Ich bin da noch skeptisch. Gucken wir mal.
Ja, ich würde sagen, Phase 1 sieht schon mal ganz gut aus. Also okay, das sieht in Wirklichkeit nach nichts aus, aber das sieht in der Tat ganz gut aus. Ich bin positiv überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Falls es übrigens gleich im Hintergrund krachen sollte, hier ist gerade fett Gewitter am Start. Aber ja, man sieht oben die Schnittkante noch so ein bisschen, wenn man es weiß, aber da mache ich auch noch was. Und das ist quasi auch, wie gesagt, nur Phase 1. Hab da jetzt einmal Folie drüber geklebt. Das macht schon ein bisschen mehr her als diese hässliche, dreckige weiße Leiste. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das, was ich in Phase 2, der finalen Phase, damit vorhabe, wirklich eine gute Idee ist. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Das wird scheiß viel Arbeit, aber wenn es doof aussieht, habe ich Pech. Gucken wir mal. Bis gleich. Okay, das hier ist jetzt die Schlüsselszene des Videos. Badumts. Nee, ganz ernsthaft, das wird wirklich die Schlüsselszene, weil ich bin mir, ja doch, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich es ganz cool finde. Ich glaube, ich muss mich erst noch dran gewöhnen, aber Mit den ganzen Schlüsseln da oben finde ich das ein bisschen geil. Hat jetzt auch, keine Ahnung, locker eine Stunde gedauert, die da anzuhämmern. Aber I like it. Ich finde das ja super. Ich müsste mal die Pornobeleuchtung dazu anmachen. Moment. Ja, schon. Ich finde das sehr gut. Ich finde, das kann man durchaus so machen. Frag mich bitte nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich weiß es einfach nicht mehr. Also die Schlüssel, die ganzen Schlüssel, da habe ich übrigens noch ein paar mehr von. Da liegt noch so der Rest. Habe ich zufällig gefunden, als ich ganz stumpf auf Amazon einfach nach Deko gesucht habe. Und bin dann über so einen riesen Batzen sinnloser Dekoschlüssel gestolpert und dachte mir, okay, bestellst du dir? Und wusste noch nicht, was ich draus mache und habe erst überlegt, ob ich sie quasi in Form eines ganz großen Schlüssels da an die Wand hänge oder ob ich hier irgendwie Lichterkette lang spanne und da überall Schlüssel dran hänge. Und ja, letztendlich ist das draus geworden. Ich finde das ganz in Ordnung. Ich finde das durchaus in Ordnung. Und mit diesem Eindruck, Moment, jetzt muss ich tatsächlich nochmal zu einer Kamera laufen. Und ich muss hier aufräumen. Oh mein Gott. Hilfe! Zu einer Kamera laufen, zu einem Spiegel laufen, wollte ich sagen. Gott, hier liegen überall Klamotten rum. Damit ich wenigstens nochmal so Hallo sagen kann. Hi. Gott, ist das Spiegel dreckig. Das sieht man im Video gar nicht so. Finde ich gut. ja. Geht das so? Ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zugucken bisher. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Umzugsvlog wieder. Ich denke mal, einen werde ich noch machen und dann hake ich das Ganze hier auch ab, weil dann ist der Drops irgendwann auch gelutscht. Die größten Sachen sind hier ja erledigt. Von daher, ja, vielen Dank nochmal und dann bis dann irgendwann. Macht's gut, haut rein und tschüss.